Moin Leute, was geht? Mein Name ist Juju Gamescom auf der PlayStation 4 und heute rede ich wieder mal über mein Sturmgewehr, meine AK-47. Und es gibt natürlich wieder mal ein paar Randinformationen. Ich habe schon oft dieses Video gemacht und ja, ist einfach toll, diese Waffe. Für mich auf jeden Fall einer meiner besten Käufe überhaupt, weil ihr euch das gar nicht so vorstellen könnt, wie geil so eine Waffe ist. Ich halte in meinen Händen eine originale Kalaschnikow. Und was an dieser Waffe so besonders ist, dass hier sogar noch Gravuren drin sind. Und da war eine Sprache drauf, das habe ich erst gar nicht verstanden. Und dann habe ich dies mal bei Google eingegeben. Die Gravur ist ganz leicht aufgetragen. Mit einem Messer oder mit irgendwas. Und da ist rausgekommen, dass das irgendwie afrikanisch ist. Und da stand drauf, Pirat. Okay, Pirat. Höchstwahrscheinlich halte ich hier eine echte AK-47 von Piraten in der Hand. Ist das nicht hot? Also ich finde das schon geil. Also, das ist eine Deko-Waffe. Da ist ein Stahlstift vorne reingebaut, wenn ihr das seht. Die Waffe ist von 1961, von der Produktionsstätte Ischmasch. Und ja, das ist ein Sturmgewehr, eine Deko-Waffe, was nichts anderes heißt als eine originale Waffe, wo einfach ein paar Sachen bearbeitet wurden. Zum Beispiel, da wurde mal das Magazin verschweißt. Weil wenn das alles nicht gemacht wird, wandere ich 5 Jahre ins Gefängnis. Das ist eine Sturmgewehr, eine Kriegswaffe. Diese Waffe schießt 600 Kugeln pro Minute ab. Also, gefährlich. Ja, wie schon gesagt, könnte natürlich auch nur ein Gag sein, was hier drauf ist, dass jemand da Pirat leicht eingraviert hat. Oder es ist tatsächlich echt. Was ich natürlich das Letztere glaube. Was eigentlich schon sehr krass ist, dass ich hier eine echte Piraten-AK-47 in der Hand halte. Ja. Die ganzen technischen Details funktionieren hier noch. Zum Beispiel hier, das kann ich hier öffnen. Dann kann ich hier auch nochmal ein paar Spielereien machen, hier, zack. Oder vielleicht auch so nur. Das war's. Ja, die Waffe ist 100% zurückzuverfolgen. 1961, Waffennummer, alles noch tipo-topo dran. Und ja, ganz tolles Sturmgewehr. Wenn du es auch kaufen willst, es ist ein Sonderangebot. Jetzt zur Zeit gibt es die Kalaschnikow. Für die Klappschaft Kalaschnikow gibt es für 149 Euro, glaube ich. Wenn du den Knarre willst, eine AK-47, dann solltest du dich jetzt in die Kommentare bemühen und mal einen Kommentar an mich schreiben, weil dann könnte ich dir auch die Internetseite zeigen, wo du dir diese Kalaschnikow kaufen kannst. Weil das ist cool. Das Ding wiegt 5000 Gramm. Ich kann nicht mehr. Das ist so schwer. Okay, schreib's in die Kommentare, wenn du eine willst. Ich kann dir dann den Shop zeigen.